Und da sind wir wieder bei unserem Low-Level Elektra Kingdom Run. Und ich habe hier köstliche Prinzenrolle neben mir stehen. Ja, wir machen weiter. Wir gehen jetzt lustige Vögel kaputt hauen. Und oh mein Gott, wer ist das? Er hat ein Geschwür an seinem Kopf. Ach nein, es ist nur ein Orb hinter ihm. Das ist Zinn. Zinn ist ein lustiger Geselle, der uns gleich unterstützen wird. Weil diese Vögel, die laut ihm gar nicht aggressiv sind, wir denken nämlich, ihr wisst ja nichts von der Story. Wir denken, dass Eleonora von diesen Vögeln getötet wurde. Und er sagt, nein, das kann nicht sein, die sind nicht aggressiv. Und jetzt passiert gleich etwas Furchtbares. Denn... oh mein Gott, wir werden angegriffen. Scheinbar sind die Vögel doch aggressiv. Und ja, Zinn meint jetzt, sie wollten ihre Jungen schützen und werden uns jetzt so lange verfolgen, bis wir tot sind. Das finden wir natürlich voll doof und darum wehren wir uns natürlich und Zinn hilft uns. So, mal gucken, wie das wird. Ich habe keinen Plan. So, ja, mal gucken. Blitzgranate. Ja, Blitzgranate macht Schaden. Dunkelstreich. Naja, Immunschwäche ist ekelhaft. Ich muss jetzt nämlich mal gucken. Ich habe keine Ahnung, nein, ich habe nicht wirklich mit ihr... ja, ich habe mit ihr abgewehrt. Toll. Da könnt ihr aber jetzt ihre Jennys tolle Verteidigungspose, die ich selber noch nie gesehen habe, sehen. Ja. Natürlich seltsam, dass sie einfach stehen bleibt, aber... naja. Muss man halt durch. So, Blitzgranate. Machen wir den erstmal kaputt, hoffe ich. Aber wenn, wenn das so weitergeht, sind die ja total chillig. Dann können die ja gar nichts. Ach, herrlich. Ihr seid scheiße. Ich habe... habe ich Mittelchen gekauft? Ich habe immer noch keine Mittelchen. Nein. Aha. Dann muss ich jetzt mal... ja. Dann muss ich jetzt mal hoffen, dass ich die irgendwie überlebe. Stiftet Verwirrung. Mal testen, ob das vielleicht klappt. Haha! Es tut wirklich klappen. Oh, awesome. Und sie töten hier gerade meinen... das finde ich voll uncool. Die töten ihn einfach. Boah, ich hätte mir Mittelchen kaufen müssen. Verdammt. Das ist eklig. Du brauchst ein Irrlichtsanktum, denn du musst gleich irgendwie heilen und so. Bist du nochmal verwirrt? Noch verwirrt, das ist klasse. Ach, Verwirrung. Wobei ich mich jetzt gerade frage, Davias, wo ist denn bitte der Unterschied zwischen Verwirrung und Raserei? Es macht beides genau dasselbe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Raserei früher einfach nur auf die Gegner ging, aber das tut's ja jetzt irgendwie nicht mehr. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Muss mal gucken, ob du da vielleicht noch irgendwas ändern musst. Oh nein, sie sind tot. Dann kann ich sie jetzt wiederbeleben. Götterschleim. Götterschleim. Wahrscheinlich sterben sie jetzt wieder sofort. So können die Aquaschnitter. Blitzgranate. Tod. Kraftleber. Und mach nochmal hier Magieeifer. Magiegeifer. Warum auch mal.
Warum heißt das eigentlich Magie-Geifer? Magie-Eifer würde ich ja verstehen, aber Magie-Geifer? Mit Scheiße. Ach Gott. Und Chiromant. Chris Nager. Ach, ihr seid doch echt scheiße. Ich mag euch nicht. Immunschwäche. Ach, er lebt sogar noch. Okay, dann... Tu du mal... nee, tu du mal noch nichts. Du... Nutz mal so ein episches Aurum. Nein, das bringt ja nichts. Kleine Kappa-Knolle. Ja, schon eher. Ich sehe schon hier mein einziger wichtiger Damage-Dealer. Ach Mann, ihr seid doch alle doof. Ich könnte jetzt einfach mal Blitzpuder benutzen. Gucken, ob das Schaden macht. Da habe ich jetzt natürlich nicht aufgepasst. Macht es. Ah, benutze jetzt einfach Blitzpuder. Ah, ich habe gewonnen. Cool. Naja. Hätte ich mal Mittelchen gehabt, wäre es auch viel einfacher geworden. Und... Jenny ist Level 10 und Grotus ist Level 9 und wir haben gewonnen und wir töten sie. Quest gelöst. So. Daraufhin werde ich doch erst noch mal eine leckere Prinzenrolle essen. Mmh. Mir kommt schon die Schokolade entgegen. Om nom nom. Mmh. Mmh. Ja. Und Zinn stellt sich vor, er ist ein Schwarzmagus von und zu Chris Nager. Ja. Wer auch immer das ist. Ja. Und wir gehen jetzt... Ach nee, genau. Derweil im Castellmonde. Das ist übrigens Graf Mondena. Der, ich nenne es mal, Hauptantagonist... auf diesem Kontinent. Und DeLorean kennen wir ja auch schon. Und das ist James. Naja. Was sagt er uns eigentlich gerade? Ach so, genau. Wieso der überhaupt bei... Wir fahren jetzt gerade das, ja, nee, dass dieser Gargoyle bzw. die Vögel überhaupt nicht Eleonora getötet haben, sondern dass es wer anders war. Genau der. So. Zurück. Ach ja, genau. Wir sind beim Doktor gewesen. Der gesagt, der Doktor hat uns gesagt, das sind die Vögel gewesen, weil die Feder halt dabei war. Und ja, jetzt erfahren wir, oh, der Doktor ist weg und oh, die Leiche ist auch weg. Ist ja voll doof. So, was machen wir also? Erstmal das Wichtigste. Wir suchen für die vier jungen Tiere, jungen Vögel, eine Bleibe. Das sieht so aus, dass wir dem Bürgermeister und dem Händler jeweils zwei unterjubeln. Und bevor ich jetzt irgendetwas mache, speichere ich natürlich erstmal. Ach ja, und Zinn begleitet uns jetzt erstmal. Und er ist Level 22, verdammt. Level 22. Ja. Und Dr. Bulba. Oh. Oh mein Gott, es ist Alfons. Wo hast du seinen Bruder gelassen? Und es ist... etwas. Und dann verfehlt der Christian alles voll. Ja, und er bringt jetzt die Leiche. Dorthin. Schon schlecht, Lieder, für mich, oh Mensch, schnappst du uns mal auf jeden Fall Tränker.
Okay. So. Alfons lässt uns also passieren. Und oh, wir haben die Dinger, Vogelküken weggebracht. So, wir wollen nun, ja, wir haben ja Quests erhalten. Wir wollen den Doktor finden. Wir wollen Kalium finden. Das hatten wir vorher schon. Kalium ist ja der andere Roboter-Söldner, was auch immer, der mit uns gereist ist. Und der ist ja auch lost. Und der hätte ja auch bei Eleonora sein können oder sollte bei ihr sein. Und naja. Ja, wir müssen also jetzt weiter. Wir wollen zum Castello Mondena. Ist der einzige Weg. Wir müssen natürlich so eine Höhle. Wir haben jetzt die Wahl. Entweder wir töten Romy, was ich noch nie getan habe. Oder wir, ja, gehen auf den Friedhof und suchen einen Ring für den Romy. Romy ist ein Skelett vor der Höhle. Und man kann ihm entweder seinen Ring bringen oder man haut ihn halt um. Und den Ring gibt es auf dem Friedhof. Und ja, da gehe ich mal nicht hin. Ach so, Moment, war die Truhe, nee, war die Truhe denn? Die war ganz woanders, genau. Nö, 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 nö. Habe ich überhaupt noch Geld? 118. Ich muss mir gleich unbedingt mal Mittelchen kaufen. Auf der anderen Seite noch nicht jetzt. Hab ich Geld? Nein, die war auch nicht hier. Hier war sie. Muha. Muha. Was erhalten wir? Ein Gluttonie-Orb. Wir haben kein Geld, um ihn zu verarbeiten. Wir sind arm. Arm sind wir. Arm. So. Und dann gehen wir mal zu Romy und töten ihn. Was ich nie getan habe und eigentlich nie tue, aber wir tun es jetzt einfach trotzdem. So. Gut. Ja, genau. Wir müssen an Romy vorbei. Reden wir erstmal mit ihm und töten ihn dann trotzdem. Rosalie. Mein Ring. Ja, er will einen Ring, wie gesagt. Aber, ja. Da das ein Low-Level-Run ist und ich auf dem Friedhof 100 Millionen Mal mehr XP kriege als hier, töten wir ihn jetzt einfach. Hallo, Romy. Kraftkleber, Magiegeifer, Lichtmine und Flammo-Querschlag. Keine Ahnung. Mach mal einfach. Flammo-Arschspringer. Romy könnte, kann ja sogar was. Faszinierend. Grissnager, Lichtmine, Flammo-Querschlag, aber der überlebt nicht lange. Ich denke mal noch, na, maximal eine Runde, dann ist er hinüber. Und, ah, verdammt, er lebt doch noch. Vierfach mal zwei. Ups. Was hat der Romy etwa gebufft? Hm, doch nicht. Hat einfach mehr AP, als ich gedacht habe. Denn Sieg ist dein. 1500, lächerlich. Romys Waffen! Yay! Wir haben Romy getötet! Der Weg ist zwar frei, aber irgendwie fühle ich mich gerade schlecht. Ich eigentlich auch. Naja. 75 will! Nein! Und tschüss, großer Felsen. Mit Dynamit sprengen wir ihn einfach hinfort. Wir machen nämlich jetzt einfach mal... Oh mein Gott, da war ein Grafikfehler. Ja, Herr Davies, das musst du aber bitte noch ändern. Ein Null-Meridian. Nehmen wir ihn. Und bringen Dronkotus eine stärkere Version des Aquaschnitters bei. Die sehe ich schließlich durch. Ich habe vergessen, wie es heißt. Irgendwas. Ich glaube, Shiva-Eisspitzen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ja, hier, komm schon. Mach mal.